Herzlich willkommen, liebe Wanderverliebte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir befinden uns heute in der Voreifel und wir gehen die Eifelschleife, historisches Weilerswist. Die Strecke ist 11,8 Kilometer lang und führt uns über 50 Höhenmeter. Und wenn ihr wissen wollt, was uns hier erwartet, dann bleibt dran. Thank you.
Wir befinden uns kurz vor dem Ziel des heutigen Weges und kommen daher zum Fazit. Der Weg ist eine bunte Mischung aus Passagen durch die Ortschaft, dann geht es auch längere Zeit über Felder und Wiesen und auch einmal kurz durch den Wald. Da der Weg leicht zu gehen ist, braucht man auch nicht unbedingt Wanderschuhe. Ein weiterer Tipp wäre, dass wir keine lange Anfahrt dafür in Kauf nehmen würden und man die Wanderung vielleicht noch mit einem Besuch im Lokal oder Ähnlichem verbinden könnte. Ja, was uns nicht so sehr gefallen hat, das waren auf jeden Fall die Passagen durch den Ort, denn da geht man ausschließlich über Asphalt und dann auch einige Feldpassagen waren wirklich extrem monoton. Highlights war für uns der schöne Abschnitt hinauf zum Swisterturm. Das war so ein schöner Waldweg. Und dann natürlich auch der Swisterturm selbst hat uns sehr gut gefallen. Und am Ende gab es dann noch so ein idyllisches Stück an der Erft entlang mit schönen Streuobstwiesen. Unter dem Strich erhält die Strecke daher von uns 4 von 10 Punkten. An dieser Stelle wollen wir auch noch einmal ganz nett Lukas, Leon und Maxim grüßen, die wir unterwegs getroffen haben. Und dann bleibt uns auch nur noch zu sagen, Abo, liken, kommentieren. Werden wir mit einem Herz quittieren.